So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22, jawohl, auf der Frühlingsmap, ja. Gut, ihr Lieben, wir müssen, ja, ich musste jetzt erstmal selber rumgucken, ja, weil ich ja schon wieder eine Weile keine Videos gemacht habe und sorry dafür, Leute. Ja, man kommt abends heim und man hat so nichts mehr Lust. Gut, also von der Arbeit heim und dann man hat einfach zu nichts mehr Lust. Gut, wir müssen, ich habe gesehen, wir können mal hier gucken, die Pferde, also hier ist eigentlich alles in grün, naja, so grün, fast ein grün Bereich, aber die Pferde, die brauchen Heu, so, da ist null die da drin, also, nehmen wir uns erstmal hier ein Schwarter und würde sagen, wir fahren mal aufs Heufeld und schwarten. Und wir hängen gleich wieder fest. Weil der Schwarter eigentlich viel zu groß ist. Für die Location hier. Aber so funktioniert es auch. Und ich sehe gerade, wir müssen den auch mal sauber machen. Ja, erstmal wieder raus. Ach ja, ja. Komm raus. Jo. So. Eine Walze haben wir uns auch schon gekauft. Oh, Moment, ja, genau, genau. Wir fahren erstmal runter auf das Feld, was wir wenden müssen, Quatsch, schwappen müssen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einen Trecker für die Walze. So, wo war hier der Eingang? Der war, glaube ich, da vorne, ne? Der müsste hier... Ja, hier vorne ist der, okay. So, weil die drei Felder, also an den einen Feld sind wir gerade vorbeifahren und die zwei Felder müssen wir auch noch walzen. Ne, wo war denn hier der Eingang? Das habe ich schon mal vergessen. Wo war denn hier der Eingang? Ja, hier? Ah, hier ist er. Ah, da ist er. Okay. Ja, wie gesagt, ja, wenn man so, ja. Ja, das müsste hier gewalzt werden. Das andere noch vorne, das muss gewalzt werden und gedüngt. So. Aber wir fahren erstmal hier unseren Water hier so hin. Vier Schwarten. Wow. Wir stellen den jetzt einfach mal so ab hier. Da müssen wir alles ein bisschen nach und nach machen, weil eigentlich ist das schon bitter zu groß für die. Naja, gucken wir mal sehen, ob wir es hinkriegen. Gut, wir springen mal zurück. So, sehen brauchen wir erstmal nichts. Sehen brauchen wir erstmal nichts. Da können wir den hier nehmen. Wollte ich mal. Nein. Wollte ich doch abkuppeln. So. Dann würde ich sagen. Aussteigen. Welcher ist denn das jetzt? Das ist doch 6270. Hier. Den setzen wir nämlich mal zurück, würde ich sagen. Der nicht. Soll ich nur versteckt sein? Da, wo wir stehen. Mal runterscrollen. Da, wo wir, genau da, wo wir stehen. Genau. Mal weglaufen würden. So funktionieren. Also wir laufen mal weg. So. Weil wir brauchen die Walze. So. Müsste ich doch eigentlich rankommen, ne? Hä? Mir vielleicht. Ja gut, dann fahren wir halt. Zum Händler. Hier unten. Oh, da haben wir auch noch einen Trecker stehen. Ah ja, da haben wir ja den hier. Okay, gut. Wo ist denn jetzt der Händler? Eigentlich habe ich die Walze schon gekauft. Nein, die habe ich noch nicht gekauft, Leute.
Weil das Spiel abgestürzt war. Genau, das Spiel war doch abgestürzt. Ja, das habt ihr ja nicht gesehen. Erstmal die Walze wieder kaufen. Da haben wir die schon? Nee. Nö, habe ja nicht gespeichert, also haben wir keine Walze. Gut, kaufen wir erstmal eine Walze. Oh, wir kaufen aber nicht die ganz große, wir kaufen hier die für 41.000. Das ist jetzt gut. Jo, die können wir eigentlich so lassen. Okay, gut. Jetzt können wir mal gucken. Da ist er. Ja, genau da. So, ja gut, da steigen wir den Trecker ein und holen mal die Walze. Zum Mond eine Markierung setzen. Hier hin. Hier hin. Da müssen wir in welche Richtung? In die Richtung müssen wir. Gut. Welcher Trecker jetzt? Ach, der hier. Glaube, warte mal. Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, da können wir lang fahren. Nein, vorwärts. Ja, lang fahren. Auch nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Im Urwald oder was? Oh. Ist eng hier. Wer wird auf die Straße kommen? Kommt nur auf die Straße. Mal hier auf die Straße. Aber ach ja, hier ist schon der Händler. Ja. Das ist schön, wenn der Händler hier schon hier ist, aber wir müssen erstmal auf die Straße kommen. Wo ist ja der Eingang? Ach da. Nee, ist Tankstelle. Nee. Und Tankstelle. Ja gut. So. Ui. Ja, ja. Das Ding ist in Beton gemeißelt. Das hält das aus. Wenn wir da mal hochrubbeln. So, dass die Markierung weg ist. Fahren wir hierher. Wir machen es nicht. Warum geht es nicht weg? Oh Gottchen. Markierung entfernen. Jetzt das hier, ne? Nee, löschen. Bin jetzt weg, ja. So. Immer Sträucher im Weg sein müssen. Immer Äste. Immer Äste. So. Abfutsch. Dank müssen wir noch nicht. Alles gut. Ja, da können wir ja gleich hier unten die Felder anfangen, ne? Brauchen wir nicht extra hochzufahren. Das machen wir dann später, das andere Feld. Da würde ich sagen, fangen wir hier unten an, da können wir gleich schwarten. Und wenn der fertig ist, da können wir dann gleich das nächste Feld machen. Genau. So, erstmal aufklappen. Trotzdem ganz schön groß, ne? Muss ich mal sagen. Dafür, dass es eine kleine Walze ist,
Ah ja, und trotzdem ganz schön groß. So. Bike nicht, ne? Schicken zurück jetzt. So, los. Das Gute an dieser Walze ist, man kann die wieder quasi zuklappen in dem Sinne, dass die auf der Räder steht und man nicht walzt. Die große Walze, die klappst du einfach einmal auf und da fängt die schon an zu walzen. Du kannst nicht sagen, nee, du sollst nicht walzen, die tut's. Ja, guck mal, die klappt da auf und dann walzt die wirklich bis das Feld, ne? Gut, können wir aussteigen. So. Noch mal hier anfangen zu schwaden. Für die Pferde Stroh. Aber eigentlich bringt die Pferde ja nichts, ne? Oder? Außer, dass man sie reiten kann und Bonus machen kann. Also, soweit weiß ich bis jetzt Bescheid vom Pferden. So, kommen wir mal ein Stück zurück. Ja. Ein kleines Stückchen. Ja. Noch ein kleines Stück. Jo, haben wir geschafft. Gut. Dann mal senken. Stoppen. Dass ich immer eng bleibe, du. Immer bleib schein. Ach, das ist doch. Ja, man will immer alles mitnehmen, aber. Ja, funktioniert meistens immer nicht. Steckt uns zur Letzte rein. So. Nein. Ach, Gott. Ja, ich will auch den Rand immer mitnehmen, aber das ist immer nicht so. Ja, so machbar. Wo ich krieg's hin? Brauchen ja bloß einen größten Teil. Einen kleinen Teil, den kann man wieder einkupern. Wenn es soweit ist. Da, das ist jedes Mal, wenn ich das mit den Zaun. Ja, wahrscheinlich sollte ich mir ja doch mal Gedanken machen, ja, etwas kleinere Maschinen zu holen und Geräte. Den Trecker können wir ja lassen, aber was so jetzt Saatmaschinen angeht und Erntemaschinen und so. Das fällt eventuell vielleicht doch, für die Karte vielleicht doch eventuell kleinere zu holen. Große Maschinen, ja. Wenn das quasi ist, das ja eine Karte für Kleinbauern, ne? Große Maschinen, naja, sind nicht so hilfreich hier, weil wenn du denkst, hier du machst Fläche, ja,
hast du mehr zu tun mit. Ja. Nicht hängen bleiben. Nicht hängen bleiben. Also ich muss sagen, ich habe gestern war das, glaube ich. Ich glaube gestern habe ich original gesehen, wie geschwartet wird. Und der hat es definitiv viel besser gemacht wie ich. Aber dazu muss ich auch wieder sagen, der hat zwar auch die Größe gehabt, der Schwarte. Und die Fläche war größer. Nicht so eng. Man könnte es eigentlich auch so machen. So, freie machen, ja, das geht ja eigentlich auch so wie bei den Ampeln, ne? Eine noch. Der Rest, so was nicht bei der Pferde reinkommt, macht man gleich in die Mischanlage rein. Und ja, haben auch wieder was geschafft. So, sind wir eigentlich schon wieder durch. What? Ging doch schneller. Gut. So. Zuklappen. So. Können wir gleich mal gucken, wie weit der mit dem Walzen ist. Vielleicht können wir den gleich wieder umsetzen, weil ich habe jetzt auf keine Nachricht geachtet. Naja, gut, da muss er noch ein bisschen Feinarbeiten machen. So, gucken wir mal, ist der fertig? Oh, der steht da oben. Na gut. Machen wir mal hoch, da muss ich unten noch ein paar Feinarbeiten machen. Das Grobe hat wieder fertig, ja, muss gekalkt werden, okay. Gedüngt ist 100%. Ertragbonus bei, naja, weil es noch gekalkt werden muss, gerade mal bei 83%, aber das ist eigentlich ganz gut. Mal gucken, ob ich hier Dünger oder schon einen Galker habe. Ich weiß es nicht. So, dann gleich mal runter hier. Sollen wir eigentlich gerade durchfahren? Ob wir klappt quasi. Oder runtergefahren, wie man es nimmt. Wir können gleich hier weitermachen. So, stelle ich mal hier ab. Helferlein,
Starte mal. Gut. Ja, ich weiß. Ich stehe im Weg. So, haben wir das auch fertig, das Feld hier? Ja, das war ich. Ich hab dich blockiert. So, fahren wir den mal hoch hier. Bitte. Ich möchte den gar nicht mehr da reinstellen eigentlich. Kann man den nicht hinten irgendwo hinstellen? Haben wir aber, glaube ich, auch keinen Platz mehr, ne? Da haben wir, glaube ich, auch keinen Platz mehr. Oder wir stellen den hier rein. Nee, da passt er nicht rein. Nein, da passt er nicht rein. Oder wir stellen hier mit rein. Jo, könnte man eigentlich machen, ne? Stellen wir hier in die große Scheune mit rein. Aber, Moment. Mal noch gerade vorn. Wir machen den mal sauber. Weil den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Können wir auch erstmal ein bisschen sauber machen. Vielleicht ein Dreck auch noch ein bisschen mit. Das ist zwar nicht Dreck, aber ja, machen wir gleich mit. Ja. So, müssten wir am besten jetzt mal hier so, dass wir den so rückwärts reinschieben. Moment. Den auch mal dann den da. Obwohl, wir könnten den eigentlich auch hier hinstellen. Hier hin. Ja, das haben wir auch gleich wieder in der Scheune, wo wir eigentlich hinstellen können. Aber wir können den hier hinstellen. Genau. Wir stellen hier hin. Genau. Welche Richtung? Ja. Stellen wir hier hin. Ja, noch Stück. Jo, gut, können wir hier stehen lassen. Gut, jetzt brauchen wir... Den brauchen wir ja. Den hier. Ja, genau. So, aber bevor wir das weitermachen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, weil wir haben es schon wieder geschafft. Das Video ist rum. Und somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Und... Tschüss.